Werner Zillig, die Rekonstruktion, produziert vom Westdeutschen Rundfunk Köln. Zur Handlung. In der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts unternehmen namhafte Wissenschaftler den Versuch, das Leben eines Menschen aus dem 20. Jahrhundert, das Leben des Künstlers Leo Kreutzer, exakt und vollständig zu rekonstruieren. Das besondere Interesse der Forscher gilt dabei dem sogenannten Dunkelfeld, 14 Tagen in Kreutzers Leben, über die nicht das Geringste bekannt ist. Dieses Experiment wird nun live von einem Rundfunkreporter kommentiert. Wird es gelingen, das Dunkelfeld aufzuklären? Was mag Kreutzer in diesen 14 Tagen seines Lebens gemacht haben? So viel soll mit Kreutzers eigenen Worten verraten sein. Sie werden eine Überraschung erleben. Immer wenn ihr an diese Stelle kommt, müsst ihr, wenn ihr korrekt sein wollt, ein neues Anführungszeichen vor den Text setzen. Meine Botschaft ist ganz einfach. Das Ende des Projekts ist nicht eine Sache der Physik, sondern eine Konsequenz der Logik. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir melden uns wieder mit einer direkten Schaltung aus unserem Sonderstudio im Kybernetischen Forschungszentrum in Aibling. Diejenigen von Ihnen, die unsere vorausgegangenen Sendungen gehört haben, werden wissen, worum es geht. Für die anderen, die die Vorbereitungen für das heute stattfindende entscheidende Experiment nicht genau verfolgen konnten, geben wir gleich noch eine Zusammenfassung. Wir haben wieder Gäste im Studio. Wissenschaftler, die an der Vorbereitung des Experiments beteiligt waren und die uns also kompetent Auskunft geben können. Ich darf zunächst Frau Dr. Ingrid Gassler begrüßen. Ja, guten Abend. Abend. Frau Dr. Gassler ist die Leiterin der Sektion Psychomedizin hier im Forschungszentrum. Anwesend ist auch Herr Dr. Walter Hennemann, der die Abteilung Datenkonnexion leitet. Herrn Professor George White hoffen wir dann später noch begrüßen zu können. Professor White, der für das verantwortlich ist, was man heute oft kurz Computerpsychologie nennt, der also der Abteilung kybernetische Psychologie vorsteht, ist im Augenblick noch mit letzten Kontrollarbeiten beschäftigt. Ja, Herr Dr. Hennemann, Projekt Resurrection, zu Deutsch Auferstehung. Wie, glauben Sie, kann man einem Nichtfachmann erklären, worum es da geht? Tja, Vielleicht kann man es so sagen. Bei bitte etwas näher ans Mikro. Ah ja. Bei Resurrection nehmen wir vorhandene Informationen aus dem Leben eines konkreten Menschen und verknüpfen diese mit allgemeineren Informationen aus der Zeit, in der dieser Mensch gelebt hat. Und so kann man das ein wenig anschaulicher sagen? Was heißt das, dass Informationen verknüpft werden? Nun, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Jemand macht eine Reise mit dem Zug. Das ist eine Information. Wenn wir jetzt noch andere Informationen haben, wie sie zum Beispiel im Fahrplan stehen, dann kann man beide Informationstypen miteinander in Beziehung setzen. Und man weiß dann, wo sich der Betreffende zu einem gewissen Zeitpunkt befindet. Verdammt. Ich kann immer nur ein Wort nach dem anderen aussprechen. Soll ich auf diese Weise je sagen können, was ich denke? Die Gedanken, sie sind wie Pflaumen in einer großen Flasche. Die Pflaumen stauen sich am Flaschenhals. Und obwohl jede für sich leicht durch den Hals passen würde, ist der Ausgang verstopft. Wenn dieses ekelhafte Gefühl nicht wäre. Gut, ja. Es ist nun aber so, dass Sie in dem Experiment auf, tja, kann man in diesem Falle sagen, auf die Versuchsperson, dass Sie jedenfalls auf einen konkreten Menschen angewiesen sind, nicht wahr? Frau Dr. Gassler? Ja, wir brauchen beim gegenwärtigen Stand der Technik jemanden, von dem wir sehr viel wissen. Und diesen jemand haben Sie gefunden? Ja, wir hatten Glück. Man kann es nicht anders sagen.
Leo Kreutzer, unsere Versuchsperson, war Maler und Objektemacher und... Kreutzer hat sein Leben lang persönliche Dinge gesammelt. Briefe, Notizzettel, Bilder natürlich, die er gemalt hatte. Aber auch vollkommen nebensächliche Sachen. Kinokarten, Einkaufsbons, einfach alles. Außerdem hat Kreutzer mit außerordentlicher Sorgfalt Tagebuch geführt. Wir wissen von seinem 14. Lebensjahr an praktisch über jeden Tag seines Lebens Bescheid. Das, was Sie wissen, genügt Ihnen aber nicht. Dr. Hennemann, Sie wollen viel mehr wissen. Das ist richtig. Wir wollen nicht bloß das wissen, was wir ohnehin aus Kreutzers Aufzeichnungen erfahren haben. Wir wollen vor allem das herausfinden, was er nicht aufgeschrieben oder gesammelt hat. Kreutzer ist vor 12 Jahren gestorben. Wir versuchen nun, ihn modellhaft so zu rekonstruieren, dass wir am Ende sein gesamtes Leben kennen. Wir werden also, wenn das Experiment gelingt, Dinge über Leo Kreutzer wissen, die dieser nicht einmal selbst gewusst hat. Nach dem 2. Chodorowschen Gesetz sollte es doch immerhin möglich sein... Leo, was machst du denn? Ich male. Es ist 3:30. Wie siehst du denn aus? Was hast du denn? Wenn ich nicht male, dann kommen sie und holen mich. Ich kann das sowieso nicht mehr lange aushalten. Jetzt geht es noch. Wer holt dich? Du kannst es nicht verstehen. Sie machen... Ach, ich weiß nicht. Komm. Leg dich wieder hin. Komm. Moment, Dr. Hennemann. Ich glaube, das mit dem 2. Chodorowschen Gesetz müssen wir ein wenig erklären. Chodorow ist ein... amerikanischer Wissenschaftler? Benjamin Chodorow ist ein amerikanischer Physiker, ja. Er hat im Jahre 2071 eine Arbeit veröffentlicht, in der er die nach ihm benannten 4 Grundgesetze der kybernetischen Psychologie aufgestellt und begründet hat. Das 2. Chodorowsche Gesetz besagt, vereinfacht ausgedrückt, dass man unter Einsatz der modernen Großrechenanlagen das Leben eines Menschen exakt rekonstruieren kann. Vorausgesetzt, es sind, was bei dem Maler Leo Kreutzer der Fall ist, also in unserem Fall, genügend Spuren vorhanden, sprich Informationen. Meine Damen und Herren, eben kommt Herr Professor Weidt direkt von den letzten Vorbereitungen. Bitte hier rübernehmen, Frau Dr. Gassler. Ich darf vielleicht Herr Professor Weidt erst einmal fragen, ob bei den Vorbereitungen des Experiments alles planmäßig verläuft. Ja, es ist alles in Ordnung. Wir werden in einer knappen halben Stunde, genau um 21 Uhr, beginnen. Ich kann nicht, ich kann nicht. Nein. Nein! Leo? Leo, was hast du denn? Leo, was ist denn? Was ist denn? Hast du wieder geträumt? Ja. Ja, ich war zum Kaffee trinken eingeladen. Schmelzer war da und die anderen. Alle lachen und machen Witze. Und dann lässt Monika die Tasse fallen und starrt mich an. Zuerst weiß ich nicht, was mit mir los ist, dann aber... Ich bemerke, dass mein Kopf sich verändert. Das Gesicht, die Haut, die Knochen. Alles wird ganz hart und trocken. Oh, alles ist nur noch fest zusammengepresster Staub. Ich kann mich nicht mehr rühren. Und ich weiß, wenn ich mir mit der Hand ins Gesicht greife, dann zerfällt mein Kopf zu. Feinem, grauen Mehl. Du solltest doch einmal zu einem Arzt gehen. Wird dir immer schlimmer. Was ist? Warum stehst du auf? Ich muss malen. Was? Um diese Zeit? Ja. Ist ein Modell. Nichts weiter. Leo Kreutzer ist tot. Wir können nur seinen, das heißt ein Modell seines Geistes, rekonstruieren. Aber diese Rekonstruktion wird immerhin so echt sein,
dass Sie Kreuzer in Fernsehaufnahmen, die vom Computer zusammengesetzt werden, zeigen können. Ja. Man muss betonen, es geht uns nicht um irgendwelche metaphysischen Geheimnisse. Die Aufnahmen von Kreuzer, die wir in ein paar Stunden, vorausgesetzt das Experiment gelingt, zeigen können, werden von unserem SITA-11, unserem Computer, synthetisiert. Über 100 Datenbanken in ganz Europa und in den USA helfen dabei. Wir haben Fotos von Kreuzer und vieles andere mehr ausgewertet. Das Bild wird perfekt sein, so hoffen wir. Aber es ist dennoch künstlich. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Und nun also, in einer Viertelstunde beginnt das große Experiment. Unsere Gäste, Frau Dr. Gassler und die beiden Herren, müssen zurück an die Terminals. Ich denke aber, dass wir uns, wenn das Experiment angelaufen ist, noch einmal hier treffen können. Vielleicht zum Schluss noch etwas über den Zeitplan. Herr Professor White? Wenn die Berechnungen, die wir angestellt haben, zutreffen, dann werden wir morgen früh um 4.30 Uhr die ersten Bilder von Kreuzer zeigen können. Es steht uns also eine lange Nacht bevor. Jetzt hoffen wir aber erst einmal, dass der Beginn des Experiments gelingt. Ich hatte den Satz schon im Kopf, aber dann plötzlich... Ich habe gespürt, dass ich das alles schon einmal erlebt habe. Ich habe mich plötzlich erinnert. Mit diesem Satz hat alles begonnen, das Ganze. Und dann war ich mitten zwischen Puppen. Wer bewegt die Puppen? Gestern, auch dieses alte Gedicht war wie eine Erinnerung. Wie sollten kunstahmende Pinsel bemalen die Blätter, die schirmen vor brennenden Strahlen. Keiner der Stämme so grünlich beziert, der Ordnung verführt. Und nun stehen wir unmittelbar vor dem Beginn der sogenannten Konnexionsphase, in der alle gesammelten Daten zusammengeschaltet werden. Es sind nur noch wenige Sekunden. Meine Damen und Herren, hat das Experiment Resurrection begonnen. Wenn dieses Experiment gelingt, wird sich unser Verständnis von der Natur des menschlichen Lebens grundlegend ändern. Heute Morgen ist alles anders. Ich sehe sie, wie in einem Spiegel. Ja, es ist wie ein Spiegel, durch den man von einer Seite durchsehen kann. Leo, ich habe Dr. Koch angerufen. Er kommt gleich vorbei. Sie sind da. Ich muss mich fügen. Ich muss tun, was Sie erwarten. Vorläufig muss ich tun, was Sie erwarten. Später erst. Später. Komm, willst du dich nicht wenigstens anziehen? Du kannst doch nicht so nackt da rumstehen, wenn der Arzt kommt. Ich bin in einer Höhle. In einer riesengroßen, schwarzen Höhle, ganz allein. Und sie stehen vor der Höhle und warten darauf, dass ich herauskomme. Nun also, Resurrection läuft. Wir werden abwarten müssen, wie sich die Schaltungsarbeit entwickelt. Bis jetzt ist alles planmäßig abgelaufen, nicht wahr, Frau Dr. Gassler? Ja, vollkommen planmäßig. Meine Damen und Herren, bei mir im Studio sind jetzt Frau Dr. Gassler und ihr Mitarbeiter Dr. Hermann Asuedo. Ja. Wir haben, glaube ich, vor dem Start nicht mehr von dem sprechen können, was in der Öffentlichkeit zu allerlei Spekulationen Anlass gegeben hat. Leo Kreuzers Leben ist einerseits genau überliefert. Auf der anderen Seite aber gibt es eine Zeit, ja, über die Sie so gut wie gar nichts wissen. Kreuzer hat im Jahr 2039 offensichtlich eine Krise erlebt. Er hat sich damals 14 Tage lang völlig zurückgezogen. Aus dieser Zeit ist nicht das Geringste überliefert. Das ist das, was wir das Dunkelfeld nennen. Herr Dr. Asuedo, Sie haben sich eingehend mit diesem Abschnitt in Kreuzers Leben beschäftigt.
Was ist damals mit Leo Kreutzer geschehen? Wir wissen nach unseren Untersuchungen, dass Kreutzer nicht krank war. Das heißt, man muss vorweg sagen, dass die moderne kybernetische Psychologie einige Modelle der menschlichen Seele erarbeitet hat. Und mit Hilfe dieser Modelle kann man zumindest Vermutungen darüber anstellen, was damals mit Kreutzer geschehen ist. Wir wissen heute, dass in jedem Menschen drei Bereiche vorhanden sind. Drei. Eine rationale Persönlichkeit, die vernunftgemäße Pläne entwirft. Und nach solchen Plänen richten wir unser normales bürgerliches Leben ein. Die zweite Persönlichkeit ist schöpferisch und irrational zugleich. Sie ist für uns überaus wichtig, denn ohne sie bleibt unsere Vernunft statisch, ohne Entwicklung. Ja, Sie sprachen noch von einem dritten Bereich. Ja, die dritte Person steht über diesen beiden seelischen Zuständen und koordiniert beide Bereiche. Bei Kreutzer, das haben unsere Modellanalysen bisher ergeben, ist dieser dritte Bereich wahrscheinlich vorübergehend gestört gewesen. Kreutzer konnte eine Zeit lang nicht mehr zwischen Vernunft und irrationalen Einfällen unterscheiden. Seine Ideen haben sich verselbstständigt. Wie geht es dir? Besser. Ich verstehe jetzt alles viel besser. Ich habe dir Kaffee gebracht. Soll ich dir einschenken? Nein, stell ihn dort ab. Ja. Dann gehe ich jetzt wieder. Danke für den Kaffee. Aber Kreutzer war offenbar auch während der Zeit des Dunkelfeldes nicht untätig. Es spricht vieles dafür, dass Kreutzer im Dunkelfeld, sogar sehr intensiv gearbeitet hat. Ein Jahr vor seinem Tod hat er Dinge verbrannt, die aus dem Dunkelfeld stammen. Wir wissen aber eben nicht, was das war. Ich sollte eine Ansprache halten. Eine große Ausstellung, auf der ich selbst eine Ansprache halte. Meine Damen und Herren, der Realismus ist, bedenken Sie das bitte, der Realismus ist immer eine Schonung des Publikums. Nicht deshalb, weil Sie, meine Damen und Herren, die auflösende oder die abstrakte Malerei nicht verstünden. Nein, ganz im Gegenteil. Sie verstehen sie nur allzu gut. Sie wissen, wenn einer abstrakt malt, dann präsentiert er sich selbst, sich, ganz persönlich. Denn er bezieht den Zufall in seine Malerei mit ein. So etwas findet selbst das aufgeklärteste Publikum unschicklich. Mit Recht, meine Damen und Herren, mit Recht nehmen Sie das als unschicklich. Und die, die so tun, als sei es normal, die tun nur so. Jawohl! Die tun nur so, aus Prestigegründen tun sie, als sei ihnen nichts fremd. Aber, meine Damen und Herren, ich meine, die Maler sollten wieder freundlich sein und dem Publikum Peinlichkeiten ersparen. Die Menschen sollen wieder träumen. Aufklärung ist überflüssig. Ruhe tut Not. Wenn das Experiment gelingt, dann werden wir morgen früh wissen, was Kreutzer in dem Dunkelfeld gemacht hat. Eine Vorstellung, die auch ein wenig beunruhigend ist, nicht wahr? Die neuen Techniken ermöglichen es, in die allerprivatesten Bereiche eines Lebens einzudringen. Hatten Sie da bei der Vorbereitung des Experiments nicht, wenn doch manchmal Bedenken? Frau Dr. Gassler. Ich habe gehört, was in Kommentaren in den letzten Wochen so gesagt worden ist. Viele haben Angst, dass nun die Persönlichkeitssphäre eines Menschen verletzt wird. Allerdings. Aber ich glaube, wir können alle, die da Bedenken haben, beruhigen. Die wirklich privaten Dinge werden natürlich nicht öffentlich zugänglich gemacht. Obwohl es sich um ein Experiment handelt, werden wir streng darauf achten, dass keine geschützten Informationen an die Öffentlichkeit kommen. Aber aus dem, was Sie sagen, schließe ich, dass zumindest intern, hier im Zentrum,
auch ganz und gar persönliche Dinge, die Leo Kreutzer betreffen, bekannt sein werden. Natürlich. Das ist unvermeidlich. Wir müssen, wenn das Experiment gelingen soll, alle Informationen erschließen. Das ist wie bei einem Kuppelbau, der erst dann stabil wird, wenn der letzte Stein eingesetzt und die Kuppel geschlossen ist. Deshalb ist es notwendig, dass wir alles über Kreuzer rekonstruieren. Es darf keine Minute, ja nicht einmal eine Sekunde in seinem Leben geben, die nicht in dem Modell erfasst ist. Sonst ist der Erfolg des gesamten Experiments gefährdet. Wer hat das gesagt? Die Kunst, die eigene Nicht-Existenz vorwegzunehmen und in Existenz umzuformen. Unsere Werke sind nicht in einem übertragenen Sinne wir. Wir sind wirklich nur in unseren Werken, im Außen. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wo ich das her habe. Die wirklich wichtigen Ereignisse kommen unerwartet und leise, wie auf Katzenpfoten. Sie werden nicht von Plagen und Posaunen angekündigt. Die Propheten sind heutzutage ganz unbeteiligt. Sie lachen nur laut. Sie verlachen die Narren, die nicht wissen, dass Propheten nur dazu da sind, um die Wahrheit geheim zu halten. Propheten wollen die Überraschung steigern. Meine Damen und Herren, wir melden uns wieder aus dem kybernetischen Forschungszentrum in Aibling. Vielleicht sind Sie wie ich ein wenig müde. Es ist jetzt kurz vor Mitternacht und es ist ruhig hier geworden. Und das heißt, natürlich ist es im Grunde genommen nicht ruhig, denn es werden hier von dem SITA-11 Großcomputer des Forschungszentrums in jeder Sekunde unvorstellbare Informationsmengen miteinander vernetzt. Datenbanken in ganz Europa und auch in den USA sind heute mit dem Forschungszentrum zusammengeschaltet. Wir dürfen nicht vergessen, dass nicht nur Kreuzers Leben, sondern gleichzeitig auch ein Modell der damaligen Zeit rekonstruiert werden muss. Und jetzt, zu später Stunde, kann ich Ihnen so etwas wie einen ersten Höhepunkt dieses Experiments ankündigen. Professor White hat uns die Möglichkeit gegeben, ihn in einem Labor zu besuchen. Viele Monitore, bunte Lichter, die aufleuchten. Für mich ist alles ein wenig unüberschaubar hier. Aber Professor White kann uns sicher besser sagen, welche Überraschung es geben wird. Ja, das Experiment ist bisher nach Plan verlaufen. Das einzig Beunruhigende ist, wenn man so will, dass wir ein wenig schneller als vorausberechnet vorankommen. Wir bemühen uns noch darum herauszufinden, warum manche Datensätze sich zu schnell verknüpfen. Ja, aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Wichtiger ist, dass wir partielle Gebiete in den Datenfeldern bereits vorläufig strukturieren konnten. Bedeutet das, dass Sie schon jetzt etwas aus Kreuzers Leben erschließen können, was Sie vorher, vor dem Experiment, nicht gewusst haben? Nicht nur das. Kreuzer ist an verschiedenen Stellen schon nahezu komplett. Jedenfalls so komplett, dass wir ihn sehen und hören können. Das Gebiet der größten Dichte liegt im Moment bei Kreuzer war ungefähr 38 Jahre. Und wir könnten also theoretisch... Nicht nur theoretisch. Wir können, wenn Sie wollen, Kreuzer zeigen. Und wir müssen betonen, was wir jetzt gleich sehen. Es sind keine Videoaufnahmen. Es sind erschlossene Szenen, die vom Computer zusammengesetzt werden. Das ist, ja, kaum vorstellbar. Professor White gibt jetzt Werte über eine Tastatur ein. Und nun wird der Bildschirm... Nein, das ist kein Bildschirm. Es ist ein holographischer Schirm. Sie können darum herumgehen und das, was gleich erscheinen wird, von allen Seiten betrachten. Es wird in verkleinerter Form dreidimensional dargestellt.
ein kleiner Tisch, der hell geworden ist. Über der Tischplatte liegt ein fluoreszierender Quader. Und nun sehe ich einen Raum, ein Zimmer und eine Gestalt in dem Raum. Ein Mann, der, ja, hier vor einer Staffelei steht. Und das ist nun die erste Aufnahme von Leo Kreutzer. So, jetzt sind Sie soweit. Jetzt sollen Sie Ihr blaues Wunder erleben, vor allem dieser Herr Professor White, der so sehr auf den Nobelpreis erpicht ist. Und Link, unser flinker Reporter, der immer kritisch tut und dabei hinter diesen wissenschaftlichen Größen herhechelt. Also. Die erste brauchbare jedenfalls. Ja. Moment. Ich vergrößere die Aufnahme ein wenig. Jetzt ist Kreutzer ganz deutlich zu sehen. Sein Gesicht kann ich, auch wenn ich um diesen kleinen Raum herumgehe, nicht erkennen. Kreutzer steht direkt vor der Staffelei. Aber jetzt, Kreutzer bewegt sich. Er dreht sich um. Nun kann ich ihm direkt in die Augen sehen. Es sind kühle, ein wenig starre Augen. Kreutzer schaut mich wirklich direkt an. Es ist unglaublich. Hallo. Habt ihr es endlich geschafft? Das war das für... Spricht er zu uns? Nein. Das... Das ist ein Zufall. Ein Selbstgespräch. Zufällig hat er in Ihre Richtung gesprochen. Ich bin wirklich erschrocken. Jetzt geht Kreutzer zu der Staffelei zurück und malt weiter. Ich hatte für einen Augenblick tatsächlich das Gefühl, dass Kreutzer mich direkt anspricht. Doch das ist technisch nicht möglich, nicht wahr? Nein, nein, das ist noch nicht möglich. Was ist das? Der zentrale Alarm. Vielleicht ein Fehlalarm. Warten Sie. Was ist denn los? Wir haben hier ein akutes Problem am Dunkelfeld. Die Datenkonnektion blockiert völlig. Können Sie schnell kommen? Gut, ja, sofort. Ich muss in die zentrale Leitstelle. Sie können mitkommen, wenn Sie wollen. So, mal sehen, was Ihnen jetzt noch einfällt. Professor White hat doch bestimmt eine Idee. Das darf doch nicht sein, dass seine Berechnungen nicht aufgehen. Schwierigkeiten sind eine Herausforderung für den Wissenschaftler. Da müssen ungewöhnliche Maßnahmen ersonnen werden. Also, dann wollen wir mal sehen. Was ist denn geschehen? Ja, wir wissen es nicht. Das Dunkelfeld ist nicht zu öffnen. Die Metabole stürzen spätestens 2 Stunden ab, wenn wir keine Konnektionen aufbauen. Ja, sonst sind die Sigma-Standards okay? Das ist es ja. Wir haben alles geprüft. Kein Fehler. Die anderen Programme laufen absolut regelmäßig. Nur, sie haben bisher noch keine Verbindung zum Dunkelfeld. Aber spätestens in 1,5 Stunden, wird sich diese Lücke in der Konnektion überall bemerkbar machen. Dann wackeln zuerst die TDA-Schaltungen. Hier! Es könnte gehen, wenn wir Alpha... Was soll Alpha? Aber sehen Sie doch, sehen Sie doch, da ist doch... Hier. Ja, wir könnten versuchen, einen Alpha-Kontakt zu bekommen. Wenn das gelingt, sind wir im Dunkelfeld. Weil die Sigma-Werte bei Alpha gegen unendlich gehen. Aber wir haben Alpha doch nicht vorbereitet. Es ist niemand da, der absteigen kann. Es ist die einzige Möglichkeit. Wir müssten jemand finden, hier im Zentrum. Punkt. So. Das reicht für heute.
jetzt? Erinnerungen? Wozu? An die schönen Zeiten? Damals, als wir spazieren gegangen sind und alles noch ruhig und friedlich war? Als ich geglaubt habe, dass Sie mich irgendwann verstehen werden? Der Herbst ist schön. Du wirst sentimental. Das ist jetzt egal. Ich weiß nicht, ob man ohne Sentimentalität überhaupt überleben kann. Vielleicht ist es auch nur, weil ich letzte Nacht wieder so merkwürdige Träume hatte. Weißt du, als Kind habe ich oft Pläne für Häuser gemacht. Häuser wie Festungen. Da gab es Mauern, Gräben, Minen, Fernsehkameras, Raketen gegen Flugzeuge. Erst viel später habe ich begriffen, dass es sinnlos ist, solche Festungen zu bauen. Der Feind ist immer schon da. In uns. Das redest du dir alles nur ein. Soll ich hierbleiben? Nein. Du solltest nicht in meinem Dunstkreis sein, wenn ich träume. Das schadet uns beiden. Ach, Professor White ist auf eine Idee gekommen? Ist es kurz vor Mitternacht zu ersten Schwierigkeiten am sogenannten Dunkelfeld gekommen. Obwohl die umgebenden Daten dicht genug waren, gelang es dem Rekonstruktionssystem des Sieder-Elf nicht, an dieser Stelle in das Leben von Kreuzer einzudringen. 14 Tage im Leben von Leo Kreuzer, über die wir noch immer nichts wissen. Wenn es nicht möglich ist, diese 14 Tage durch erschlossene Daten zu rekonstruieren, ist das gesamte Experiment gefährdet. Es fehlen dann die Schlusssteine in der Datenkuppel. Eine leichte Unregelmäßigkeit genügt und das gesamte Datenmodell, das über Leo Kreuzers Leben errichtet worden ist, stürzt in sich zusammen. Nun hat Professor White allerdings einen Vorschlag gemacht, durch den das Experiment womöglich doch noch zu Ende geführt werden kann. Es wäre gut, wenn Professor White uns selbst erklären würde, wie die geplante Aktion aussieht. Herr Professor White, ich habe soeben unseren Zuhörern erklärt, dass Sie eine Möglichkeit sehen, Resurrection doch noch zu retten. Könnten Sie erklären, wie Ihr Plan aussieht? Ich will es versuchen. Wir hatten für später, unter der Voraussetzung, dass Resurrection gelingt, einen anderen interessanten Versuch geplant, das Projekt Alpha. Dabei geht es darum, eine geeignete Person in dem Modell, das wir aus Leo Kreuzers Leben gewinnen, abzusetzen. Diese neue lebende Versuchsperson könnte dann direkt in das Modell eindringen. Das heißt, sie würde alles unmittelbar und genau so erleben, wie es Kreuzer selbst erlebt hat. Diese Versuchsperson wäre also gewissermaßen eine Zeit lang Leo Kreuzer. Und auf diese Weise, wenn man schon jetzt einen Menschen in dem Modell absetzt, könnte man in das Dunkelfeld eindringen? Ja. In der Theorie ist das keine Frage. Ein Mensch als lebendiger Bestandteil des kybernetischen Modells könnte eine solche Feldlücke leicht überbrücken. Wir stehen aber dennoch vor einem doppelten Problem. Das heißt? Einerseits ist Alpha nicht detailliert vorbereitet und andererseits haben wir bisher keine Person gesucht, die die physischen und psychischen Voraussetzungen für dieses Unternehmen mitbringt. Aus Zeitgründen können wir nun aber keine lange Suche veranstalten. Die Person, die in Frage kommt, müsste sich bereits jetzt hier im Forschungszentrum befinden. Wir sind gegenwärtig dabei, die persönlichen Daten aller Mitarbeiter zu prüfen, um herauszufinden, ob jemand geeignet ist. Gibt es eine Chance? Ja, eine Chance gibt es. Jetzt sind Sie endgültig da. Auch wenn ich die Augen öffne und wieder schließe, bleiben Sie sichtbar. Ich werde mich erst einmal fügen und tun, was Sie von mir erwarten. Es ist erstaunlich. In letzter Minute hat man tatsächlich jemand gefunden, der für das Projekt Alpha geeignet ist. Die Sichtung der Persönlichkeitsdaten der Mitarbeiter des Zentrums hat ergeben, dass Hermann Asuedo, der Assistent von Frau Dr. Gassler, alle Voraussetzungen für das Experiment besitzt. Dr. Asuedo ist bereit, bei Alpha mitzumachen. Er sitzt neben mir. Herr Dr. Asuedo, Sie wissen besser als wir, worum es bei dem Alpha-Projekt geht. Glauben Sie,
dass mit Ihrem Einsatz das gesamte Unternehmen Resurrection doch noch erfolgreich abgeschlossen werden kann? Es wird nicht einfach sein. Wir wissen, dass Alpha möglich ist, aber der Versuch ist nicht ausreichend vorbereitet. Besteht eine Gefahr für Sie? Nein. Ich werde einfach nur daliegen und versuchen, über das System des SITA, an das ich dann angeschlossen bin, in das Modell zu kommen. Wenn das nicht gelingt, wird Resurrection vermutlich scheitern. Das ist natürlich eine große Verantwortung. Aber nein, gefährlich ist Alpha nicht. Dann können wir Ihnen nur viel Glück wünschen. Danke. Wann ist es soweit? Wenn alle Vorbereitungen planmäßig verlaufen, werden wir um 2.17 Uhr beginnen. Jetzt kommen Sie. Und Sie werden eine Überraschung erleben. Sie werden zuerst gar nicht verstehen, wie das alles zusammenhängt. Und dann? Es ist 2.16 Uhr. Die Vorbereitungen für Alpha sind abgeschlossen, meine Damen und Herren. Dr. Asoedo hat sich in dem kleinen Alpha-Raum auf eine Liege gelegt. An seinem Kopf und an seinem ganzen Körper sind Elektroden befestigt worden. Nur Frau Dr. Gassler und Dr. Hennemann sind jetzt noch bei ihm. Die meisten der Wissenschaftler sind hier in der zentralen Leitstelle und sehen wie ich auf die Monitore. Und nun? Die letzten Tests des Systems scheinen soeben abgeschlossen. Professor White nickt und er legt jetzt seine Hand auf den Startknopf. Jetzt. Alpha ist gestartet. Professor White hat vorhin gesagt, dass schon in wenigen Minuten klar sein wird, ob Alpha, ja und damit das gesamte Projekt Resurrection, ein Erfolg wird oder nicht. Wir können nun nichts anderes tun, als abzuwarten. Und nun also, Dr. Asoedo, es gelingt. Und Professor White, der diese Idee mit Alpha hatte, ist sehr stolz. Professor White, gibt es Ergebnisse? Ja, es gibt Ergebnisse. Nach allem, was wir in diesen Minuten sehen, gelingt Alpha. Hier kommt soeben Frau Dr. Gassler. Frau Dr. Gassler, lässt sich schon sagen, ob Dr. Asoedo in das Dunkelfeld eindringen kann? Ja, in diesem Augenblick können wir an den Anzeigen ablesen, dass Dr. Asoedo in das Dunkelfeld eindringt. Wir werden in wenigen Minuten erfahren, was Leo Kreuzer in den Tagen, über die bisher jegliche Information fehlt, getan hat. So. Und jetzt wissen Sie Bescheid. Noch 2 oder 3 Minuten und dann wissen Sie, woran Sie sind. Das ist ein denkwürdiger Augenblick, meine Damen und Herren. Ich stehe hier hinter einer Gruppe von Wissenschaftlern im Alpha-Raum. Das Experiment Resurrection ist gelungen. Dr. Asoedo hat in das Dunkelfeld eindringen können. Das Datenkontinuum ist hergestellt. Und Dr. Asoedo wird in wenigen Augenblicken zurückkehren. Hier neben mir steht Dr. Hennemann. Herr Dr. Hennemann, wir warten nun darauf, dass Hermann Asoedo, von seiner Reise zurückkehrt. Man kann aber schon jetzt sagen, dass Alpha gelungen ist, nicht wahr? Ja. Wir wissen jetzt, dass Alpha erfolgreich war. Dr. Asoedo konnte in das Dunkelfeld eindringen. Lässt sich schon jetzt etwas sagen? Die Daten werden in diesen Minuten noch einmal überprüft. Was hat Leo Kreuzer während dieser 14 Tage getan? Nun, da die Daten gruppiert sind, wissen wir bereits, dass der wesentliche Teil des Dunkelfeldes, neben den normalen lebenspraktischen Dingen, aus einem Text besteht. Kreuzer hat vermutlich in diesen 14 Tagen viel geschrieben. Wir können doch bereits aus der Gruppierung der Daten erkennen, dass es sich um einen stark gegliederten Text handelt. Vielleicht ein Theaterstück oder mehrere Dialoge. Der Inhalt wird im Augenblick rekonstruiert. Und wenn der Inhalt sozusagen zu der Datengruppierung dazukommt, dann könnten Sie... Ja, wir können dann den Text, den Kreuzer damals verfasst hat, ausdrucken lassen. Wir werden in wenigen Augenblicken soweit sein. Jetzt. Dr. Asoedo bewegt sich.
Er schlägt die Augen auf. Noch eine Szene. Oder zwei. Ich werde heute noch fertig. Frau Gassler geht zu Dr. Asoido. Hermann, wie geht es Ihnen? Mein Name ist Kreuzer. Sie sind nicht mehr Kreuzer. Alpha, erinnern Sie sich? Alpha ist abgeschlossen. Resurrection ist gelungen. Mit Ihrer Hilfe. Ja. Resurrection ist abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Die Aufzeichnungen aus dem Dunkelfeld sind abrufbereit. Bitte auf den Drucker im Alpha-Raum. Ja, einen Augenblick. Jetzt also, in diesem Augenblick erfahren wir, was Leo Kreuzer im Dunkelfeld geschrieben hat. Soeben wird der Text ausgedruckt. Dr. Hennemann liest mit, während der Text noch aus dem Drucker geschoben wird. Noch einige Sekunden das Geräusch des Druckers. Das Tickern bricht ab, ein Papier wird an dem Drucker abgerissen. Hennemann liest vor. Immer wenn ihr an diese Stelle kommt, müsst ihr, wenn ihr korrekt sein wollt, ein neues Anführungszeichen vor den Text setzen. Nachdenklich, langsam begreifend. Meine Botschaft ist ganz einfach. Das Ende des Projekts ist nicht eine Sache der Physik, sondern eine Konsequenz der Logik. Link. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir melden uns wieder mit einer direkten Schaltung aus unserem Sonderstudio im Kybernetischen Forschungszentrum in Feibling. Diejenigen von Ihnen, die unsere vorausgegangene Sendung gehört haben, werden wissen, worum es geht. Für die anderen, die die Vorbereitung für das heute stattfindende entscheidende Experiment nicht genau verfolgen konnten, geben wir gleich noch eine Zusammenfassung. Wir haben wieder Gäste im Studio. Wissenschaftler, die an der Vorbereitung des Experiments beteiligt waren und die uns also kompetent Auskunft geben können. Ich darf zunächst Frau Dr. Ingrid Gassler begrüßen. Ja, guten Abend. Das war das Science-Fiction-Hörspiel Die Rekonstruktion von Werner Zillich in einer Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Leo Kreuzer war Peter Dirschauer, die Frau Maren Kreumann. Link wurde von Klaus-Peter Grapp gesprochen, Dr. Hennemann von Rudolf-Jürgen Bartsch. Dr. Gassler war Heide Simon, den Professor Weidt machte Peter Lick, Dr. Asoedo Horst Schroth. Die Computerstimme Peter Perlbach. Und Regie führte Raul Wolfgang Schnell.